In der vergangenen Woche tobte Zyklon Tauter über den Westen Indiens. Jetzt hat Wirbelsturm Yaas die Ostküste des Subkontinents heimgesucht. Hunderttausende werden zur Flucht gezwungen. Im Bundesstaat Westbengalen sterben 2 Menschen. 1,5 Millionen Menschen wurden zuvor in Sicherheit gebracht. Ich habe in meinem Leben noch keinen solchen Sturm gesehen. Seit den letzten 30, 40 Jahren nicht. Ich wohne hier. Wahrscheinlich wird das Wasser noch das Gebäude der Bezirksverwaltung erreichen. Zum ersten Mal erreicht es die Hauptstraße. Seit dem Morgen regnet es noch mehr. Ich weiß nicht, was noch geschehen wird. Die Windböen von Yaas erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 155 Stundenkilometern. Bäume werden entwurzelt und Überlandleitungen gekappt. Etwa 20.000 Häuser sind nach Behördenangaben beschädigt. Wissenschaftler stimmen darin überein, dass die Zunahme tropischer Wirbelstürme in den Gewässern um Indien auf den Klimawandel zurückzuführen ist.